Die Selvage-Funktion versucht wirklich, Leute anzusprechen, die Vielfalt und das Erkundungsspiel mögen. Man könnte Trümmerfelder von einer langen, vergangenen, verlorenen Schlacht oder auf Entdeckungstour ein zerstörtes Schiff finden. Ich bin gespannt auf Spieler, die die Wracks von Schiffen im PU verwerten. Wenn man jetzt ein Schiff zerstört, ist das so eine Sache. Und das ist es, wo das Salvage ins Spiel kommt, da wir die Lebensdauer der Raumschiffe verlängern. Wir wollen, dass ihr zerstörte Versionen von Schiffen findet, euch diese auf eine Art und Weise anseht, die ihr nie gesehen hättet und zusätzlich dieses Gameplay habt. Mit ihnen gibt es verschiedene Aspekte von Salvage, die wir ins Spiel einführen wollen. Und das allererste, das wir haben, ist das Hull Scraping, bei dem wir die äußere Oberfläche vom Schiff abschürfen und das Material als Gewinn verkaufen. Das Auftrennen wird in zwei Teile aufgeteilt, die FPS-Seite und die Schiffseite. Das Vehicle Hull Scraping wird für die Vulture und die Reclaimer sein, wo du mit den großen Bergungslasern so viel wie möglich Material mitnimmst. Mit der Vulture ist das sehr einfach, denn du bist die einzige Person. Es ist das einsame Wurfschiff. Du kannst rausgehen, selbst Wracks finden und erforschen. Am besten die kleineren Arten von Wracks, die man findet. In der Vulture aktivierst du den Salvage-Modus, der es euch erlaubt, den Laser zu benutzen, über die Oberfläche des Schiffes zu bewegen und das Material einzusammeln. Für die Reclaimer empfehlen wir dringend, dass ihr in einer Gruppe kommt. Ihr solltet mindestens zwei Personen sein, die den Bergungslaser bedienen, und ein paar Leute im hinteren Teil des Laderaums, die dir beim Verstauen deiner Ware helfen. Wenn du rausgehst zu dem gefundenen Wrack, dann schaltest du das große Frontlicht an, damit ihr sehen könnt, was ihr macht. Die beiden Spieler in den Salvage Turrets werden anfangen, den Rumpf zu entfernen. Während das passiert, sammelt ihr das, was wir RMC nennen, Recycled Material Composite, das in Frachtkisten der Füllstationen gefüllt werden, die sich im hinteren Teil der Reclaimer befinden. Du brauchst jemanden, der dort hinten diese vollen Kisten aus dem Ausgabegerät nimmt und diese auf dem Frachtgitter stapelt. Sobald dein Frachtraum voll ist, fliegst du zu deiner Station, wo du die Ware verkaufen kannst. Der FPS-Loop ist im Vergleich viel einfacher. Man kauft einfach das Greycat Multitool mit dem benötigten Salvage-Aufsatz. Vorher stellst du sicher, dass der Salvage-Aufsatz tatsächlich an das Greycat Multitool angeschlossen ist. Und das ist der Moment, in dem das Werkzeug sofort Material abkratzen kann, welches noch zu retten ist. Wir wollen auch das Material, das du von der Hülle gewonnen hast, zur sofortigen Reparatur deines beschädigten Raumschiffes benutzt werden kann. Es ist sehr nützlich für Piloten im Dogfight. Vielleicht schießt du das Schiff deines Gegners ab, gehst dann mit deinem Multitool raus und nimmst die Hülle von seinem Schiff und bringst diese wieder zur Reparatur des Schadens an deinem Schiff an. Ihr werdet sehen, wo ihr auf eurem eigenen Schiff repariert habt. Also bekommt ihr sozusagen diese Kampfnarben an eurem Schiff. FPS als auch Hull Scraping ist sehr gut entwickelt, aber es ist noch ein weiter Weg in Bezug auf den Verkauf des Materials, sodass wir eine Menge VFX und Audio-Optimierungen zu machen haben. Auf dem Weg dorthin wollen wir das Benutzererlebnis verfeinern. Ich bin wirklich gespannt auf diese Funktion, wenn sie ins Verse kommt. Ich denke, es ist toll mit anzusehen, wie jeder die Schiffe anderer Leute auseinandernimmt und ja, es wird eine Menge Spaß machen. Salvaging ist in der ersten Version des Salvage Gameplay in Star Citizen. Es ist das notwendige Feature, um das kommende Schiff, die Drake Vulture, endlich in das Persistence Universe unterzubringen. Wenn ihr wirklich etwas ausprobieren wollt,
Etwas anderes, etwas Neues. Etwas, das es in Star Citizen noch nicht gegeben hat. Die Vulture wird dort sein, wo du hingehen willst. Salvage ist neu und macht irgendwie Spaß. Und es ist aufregend. Ich bin herumgegangen und habe einfach alle Seiten von Schiffen heruntergebrannt. Und es macht wirklich Spaß, diese neue Art von Spielerfahrung zu machen. Die Vulture ist ein einsitziges Salvage-Schiff, das für einen einzelnen Spieler gedacht ist, um den Einstieg in die Salvage-Karriere zu erleichtern. Extrahieren und verarbeiten der Dinge, die man im Verse findet, sei es im Weltraummüll oder Schrott. Auf einem Berufsschiff bin ich meistens nur zum Fliegen und stelle sicher, dass alle Komponenten vorhanden sind und funktionieren. Sowie für alle anderen interaktiven Elemente, die vorhanden sind, um sicherzustellen, dass du Ladung bekommen kannst. Es gibt auch den Aspekt des Einrichtens all dieser Dinge, mit denen die Salvage-Arbeiten durchgeführt werden sollen. Ich meine, wir haben unseren früheren Styling-Tipp, Drake-Schiffe haben einen sehr ausgeprägten Stil. Was als erstes sehr auffällig und deutlich sein wird, sind diese beiden Arme. Wir mussten diese Art von Turrets aufstellen, mit denen wir aufzeigen, dass die Bergung stattfindet. Es gibt zwei Möglichkeiten, das Cockpit zu betreten. Eine ist von der Seite über eine Leiter. Ähnlich wie bei einem Mähdrescher oder einem Baufahrzeug hat es eine einfach aussehende Leiter, die das ganze Erscheinungsbild des Fahrzeuges und der Konstruktion bereichert. Es hilft auch bei der Wahrnehmung des Maßstabs von dem Schiff. Oder man geht auf der Rückseite über eine Rampe und gelangt dann in den Frachtraum. Von dort aus kann man durch die Tür gehen und eine Leiter hochklettern, um dann eine Art persönlichen Lagerraum zu erreichen. Im ganzen Schiff auf der Innenseite wird es eine Menge Komponenten geben. Auf deiner rechten Seite gehst du durch eine andere Tür und dort ist der Wohnbereich mit einem kleinen Bett und einer Toilette. Dahinter ist der ganze Bereich des Schiffes mit Cargo und dem gesamten Verarbeitungsbereich. Eine Menge vom Persistent Universe Gameplay beruht auf einer Art von Handel und der Wiederverwertung von Dingen, damit man Credits verdienen kann. Also wird es ein sehr gutes Werkzeug sein, um genau dies zu tun. Was haben wir also diese Woche gelernt? Wir haben gelernt, dass Hullscraping der aufregende Anfang unseres Salvage Gameplays ist und hat den Zweck und die Absicht für die enorme Reclaimer, Entwicklung von Reparaturmöglichkeiten und das Feature, das uns endlich erlaubt, die Drake Vulture auf den Bildschirm ins Persistence Universe zu bringen. Jetzt erinnere dich daran, dass die Talk Like a Pirate Fire heute beginnt und es gibt verschiedene Dinge zu tun. Der Pirate Swarm ist zurück. Es gibt einen Screenshot-Wettbewerb und die Rückkehr der Belagerung von Siege of Horizon mit neuen Fixes, über die wir nächstes Jahr sprechen werden. Es gibt neue Paints im Shop und dies ist nicht so sehr, wie ein Pirat spricht, sondern wie Robert Newton in dem 1950er-Klassiker Treasure Island. Und ich sollte wirklich Inside Star Citizen beenden. Ich bin Jared Huckabee. Wir sehen uns alle nächste Woche. Und es gibt alle möglichen Dinge zu tun im Pirate Swarm. Der Pirate Swarm ist zurück, also schaut mich an. Ich versuche die Piratenstimme zu machen. Yarr!